Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Telekommunikationsministerin Köstinger, mit Georg Pölzl, dem Vorstandschef der Post AG, mit Thomas Arnoldner, CEO von A1 Telekom, Andreas Bierwirth, CEO von Magenta und Jan Trionow von Hutchinson Österreich. Und ich ersuche zunächst um das Statement von der Frau Bundesministerin. Bitte schön. Ja, vielen Dank, geschätzte Damen und Herren. Gerade die kritische Infrastruktur ist in Zeiten einer Krise überlebensnotwendig, angefangen natürlich von der Lebensmittelversorgung über die Telekommunikation bis hin zur Post. Hier zeigt sich, dass vor allem eben auch die leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur und vor allem auch intakte Postdienstleistungen die zentralen Infrastrukturen eines Landes sind. Die letzten Tage haben eindrucksvoll erwiesen, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, aber auch die digitale Schule zu Hause, Online-Medien, Livestreams, Infokanäle sind zurzeit wirklich unersetzbar. Wir wollen heute gemeinsam über die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur im Bereich Post und Telekommunikation berichten. Es freut mich sehr, dass die Herren der Einladung auch gefolgt sind. Was die Post betrifft, die Zustellung von Briefen und Paketen im Inland funktioniert einwandfrei. Natürlich auch in Quarantänegebieten, und das war natürlich auch sehr wichtig, hier sehr schnell handlungsfähig zu sein. Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Postzustellung sind hier jeden Tag in ganz Österreich im Einsatz. Hierzu kommen noch die Mitarbeiter der privaten Paketdienstleister. Sehr positiv ist es auch, dass die Postämter und die Postpartner flächendeckend geöffnet haben. Aktuell sind von den österreichweit knapp 1.800 Postgeschäftsstellen rund 90% geöffnet. Weiters aktuell Postämter, die entsprechend von Schließungen betroffen werden, werden auch hier in Zeiten der Krise nach wie vor offen bleiben, bis Ersatzangebote entsprechend auch in Arbeit sind. Also hier haben wir und hat dankenswerterweise die Post entsprechend auch gehandelt. Sehr Wesentliches war es entsprechend auch bei der direkten Geldzustellung, beispielsweise bei Pensionen, entsprechend Anpassungen und Regelungen zu treffen. Diese werden auch aktuell rund 90.000 Pensionistinnen und Pensionisten betreffen. Das heißt, die Pensionen werden kontaktlos in Österreich bar zugestellt. Viele sind natürlich auch auf diesen Service angewiesen, und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Post AG. In diesem Zusammenhang ist mir aber auch eines sehr wichtig. Unser Leben hat sich mehr oder weniger von den öffentlichen Plätzen nach zu Hause verlagert, vor allem auch was das Einkaufsverhalten betrifft. Es haben ja die Mehrzahl der Shops auch geschlossen, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, auch regional einzukaufen. Gerade jetzt, wo eben auch viele Handelsunternehmen, vor allem auch kleine Betriebe in der Nachbarschaft straucheln. Wer beim Online-Shop des Händlers ums Eck kauft, der hilft mit, hier wirklich auch nachhaltig das Überleben zu sichern. Eine Großzahl von kleinen Betrieben hat bereits auch Online-Shops eröffnet. Das funktioniert wirklich sehr gut und reibungsfrei. Hier sind die Postdienstleister in Österreich jene, die dann auch die notwendige Infrastruktur zum Ausliefern anbieten. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Bereich der Lebensmittelversorgung. Das Netzwerk Kulinarik hat mit der Seite Frisch zu mir gerade ein Verzeichnis gestartet, wo man per Versand regionale Lebensmittel bestellen kann, quasi direkt von den Bäuerinnen und Bauern. Mittels Post wird das dann innerhalb kürzester Zeit entsprechend auch frisch zugestellt. Also auch hier die Bitte, wirklich vermehrt auf regionale Produkte zuzugreifen und entsprechend halt eben auch hier die Chance zu nutzen, die heimische Wirtschaft zu stärken. Ja, sehr gute Nachrichten gibt es auch bezüglich der Einsatzfähigkeit der Infrastruktur im Bereich der Telekommunikation. Unsere Netze sind stabil, die Netze haben die Stresstests der letzten Wochen einwandfrei gemeistert und überstanden. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Die Situation war durchaus eine große Herausforderung. Wir hatten eine massive Belastung der Netze über die letzten Wochen. Über 1 Million Schüler, fast 400.000 Studierende und ein Großteil der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren ganztägig zu Hause. Eine Belastung, die es so noch nie zuvor in Österreich gegeben hat. Wir haben vor allem in den ersten Tagen einen deutlichen Anstieg bei Telefonaten und Datennutzung verzeichnet,
Bei den Telefonaten war es ein Plus von rund 120%. Im Datenverkehr konnten wir eine Zunahme von bis zu 40% verzeichnen. Wir können nach gut einer Woche berichten, die Datennetze halten, die Mobilnetze halten. Die heimischen Netze haben, wie gesagt, den Stresstest in der Krise sehr gut überstanden. Das verdanken wir zum einen natürlich den guten Netzen in Österreich mit mehreren eigenständigen Infrastrukturen. Andererseits sehen wir aber durchaus auch das Bemühen der Netzbetreiber, um ihren Betrieb in den vergangenen Wochen entsprechend auch zu optimieren. Und an dieser Stelle hier ein ganz großes Dankeschön. Auch der Service bei Handyschäden und technischen Problemen ist weiterhin garantiert. Die Telekommunikationsunternehmen halten viele ihrer Shops offen, um entsprechend hier auch die Versorgung und Wartung der Endgeräte sicherzustellen. Wenn es technische Probleme gibt bei Telefon oder entsprechend auch Internetanschlüssen zu Hause, beheben weiterhin die Techniker diese Störung, um den Zugang zum Internet entsprechend auch sicherzustellen. Dass das alles so gut funktioniert, hat einen Grund, und das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich hier wirklich hervorragende Arbeit leisten, oft unter sehr schwierigen Bedingungen. Ich darf an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Postdienstleistern und auch bei den Telekommunikationsunternehmen aussprechen. Geschätzte Damen und Herren, wir haben am Sonntag sehr eindrucksvoll im Nationalrat auch gesehen, wie viele Gesetzesänderungen durch den Nationalrat gegangen sind, weil wir entsprechend durch die Corona-Krise betroffen sind. Das hat unter anderem auch eine Gesetzesnovelle des Telekommunikationsgesetzes betroffen. Wir haben jetzt einen standardisierten SMS-Versand an Menschengruppen in Gefahrensituationen ermöglicht. Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Telekom-Provider. In Katastrophenfällen wie aktuell Covid-19-Epidemie müssen Menschen in bestimmten Gebieten oft rasch und zielgerichtet informiert werden. Dazu haben wir jetzt entsprechend die gesetzliche Grundlage in Österreich geschaffen. Der nationale Krisenstab berät bzw. informiert dann, ob eine Personengruppe hier explizit informiert werden muss, und gezielt dorthin werden dann entsprechend auch SMS versandt, um beispielsweise aufzufordern, die Fernsehgeräte, Radiogeräte einzuschalten und entsprechend auch vertiefende Informationen auch zu bekommen. All das hat in sehr kurzer Zeit funktioniert, und auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Unsere Telefonnetze, unsere Datennetze, unsere Postversorgungsnetze haben wirklich gezeigt, dass sie äußerst stabil sind. Das ist für die Bevölkerung sehr wichtig, das ist aber vor allem auch für die Wirtschaft essentiell, und das ist für uns als Bundesregierung, ich glaube vor allem auch für alle Österreicherinnen und Österreicher, eine wirklich große Beruhigung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Minister. Herr Pölzl, bitteschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, in diesem Rahmen an die Öffentlichkeit, aber auch an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Informationen zu richten. Ich möchte beginnen mit dem Dank an die 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Postversorgung aufrechterhalten in Österreich, die Versorgung mit Briefen, mit Paketen, aber auch mit Geldauszahlungen, was ja auch in Diskussion stand vor ein paar Tagen, ist sichergestellt, und dafür strengen sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich an, und dazu haben wir in allen Unternehmensbereichen Adaptionen getroffen, dass nämlich der Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Postlerinnen und Postler, aber auch die Gesundheit unserer Kunden gesichert ist. Wir haben zum Beispiel im Bereich der Zustellung schon vor 2 Wochen umgestellt auf die kontaktlose Zustellung. Es werden Briefe, Pakete, aber auch Gelddienstleistungen kontaktlos zugestellt. Das ist sehr, sehr wichtig, natürlich für die Sicherheit der Postlerinnen und Postler, aber natürlich auch für die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden. Und so ist es gelungen, eben weiter ca. 4 Millionen Haushalte täglich zu beliefern. Und wir haben nach wie vor die größte auch Kundenkontaktoberfläche Österreichs. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da auf die Schutzmaßnahmen im persönlichen Kontakt ganz besonders Wert legen.
Wir sind aber auch sehr froh und sehr stolz darauf, dass wir fast alle Postfilialen, bis auf eine Ausnahme, und 90% unserer Postpartner weiter aufrechterhalten können. Ich danke da auch der Bundesregierung, die sehr, sehr schnell mit entsprechenden Verordnungen und Adaptionen reagiert hat. Und auch da haben wir umfangreiche Schutzmaßnahmen getroffen. Im Umgang, im Kontakt mit den Kunden, hier wird auf Sicherheit Wert gelegt. Hier haben wir auch Personal eingesetzt, die den Zugang in die Postfilialen regelt. Wir wollen hier nicht mehr als 3 Personen in einer Filiale, in einem Postpartner haben. Also wenn Sie heute das eine oder andere Mal vielleicht Schlangen vor der Postfiliale sehen, dann ist das den Zugangskontrollen geschuldet. Aber natürlich hat auch der Kontakt deutlich abgenommen. Ich danke aber natürlich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren Tochtergesellschaften. Wir haben Tochtergesellschaften, die Österreich mit Geld versorgen. Also alle, die Bankomatversorgung wird über die Postwertlogistik sichergestellt. In der Postwertlogistik haben wir auch nun über neue Verfahren dafür gesorgt, dass das Geld zum Beispiel, das so wichtig ist, die Pensionen, die ausbezahlt werden, dass das kuvertiert wird und in Kuverts, geschlossenen Kuverts übergeben wird, auch wieder ohne den Kontakt mit den Kundinnen und Kunden zu suchen. Also da wurden umfangreiche Adaptionen und Anpassungen durchgeführt. Unsere Tochter, die Post Systemlogistik, empfängt nun zum Beispiel Schutzkleidung aus dem Ausland in hohem Ausmaß für Kunden unterschiedlichster Art, konfektioniert das in kleine Pakete und versendet, wird das jetzt zum Beispiel in den nächsten Tagen an die Ärzte versenden in Österreich oder an Krankenhäuser oder an die Adressen, wo diese Schutzkleidung benötigt wird. Und schlussendlich wurde dem Thema E-Commerce ein ganz besonderer Stellenwert beigelegt. E-Commerce stützt sich und vor allem von österreichischen Lieferanten, von österreichischen Plattformen, die jetzt dankenswerterweise auch entstehen, stützt sich auf die Postdienstleistungen. Aber neben vielen regionalen Initiativen gibt es vor allem eine österreichweite Initiative, das ist das Portal Shopping der österreichischen Post AG, und wir werden in den nächsten Tagen hoffentlich einige hunderte Händler neu dazu bekommen. Hier gibt es großes Interesse, hier haben wir auch verkürzte, vereinfachte Onboarding-Prozesse auf den Weg gebracht, und das ist das einzige österreichische Portal, österreichweite Portal für den österreichischen Handel, für österreichische Produzenten. Hier kommt garantiert die Lieferung aus Österreich für Österreich, und damit leisten wir auch einen wichtigen Beitrag in einer Zeit, wo ja der stationäre Handel in vielen Sparten, in vielen Segmenten geschlossen ist. Am Ende meiner Ausführungen möchte ich mich ausdrücklich bei der Bundesregierung bedanken. Ich glaube, die schnellen, sehr transparenten Reaktionen der Bundesregierung sind europaweit einzigartig. Sie steht mir zwar nicht zu, möchte es aber trotzdem machen, der Bundesregierung da den Europameistertitel zu geben für die schnelle Reaktion, für die punktgenaue Reaktion. Ich muss sagen, hier ist in Gesetzen und Verordnungen in sehr kurzer Zeit sind hier Dinge geschehen, die man vorher für völlig unmöglich gehalten hätte, die aber die Basis dafür sind, dass die Postversorgung, dass die Versorgung des Landes derartig gut funktioniert. Und das liegt nicht zuletzt auch natürlich an einer ganz klaren Linie, die von unserem Bundeskanzler ausgeht. Das ist wirklich außerordentlich, und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Ich glaube, das kommt uns allen zugute. Aber natürlich auch abschließend vor allem der Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise auch persönliche Risiken eingehen durch den Kontakt mit den Kundinnen und Kunden, die aber notwendig sind, um die Postversorgung aufrechtzuerhalten. Vielen Dank, Herr Arnoldner, bitteschön. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Bundesministerin, es ist ziemlich genau 2 Monate her, da sind wir in diesem Raum gestanden und haben das größte 5G-Netz Österreichs eröffnet und haben über die Bedeutung der digitalen Infrastruktur in Österreich gesprochen. Aber wer hätte sich vor 2 Monaten gedacht, wie brutal uns diese Bedeutung vor Augen geführt wird? Und es ist, glaube ich, man kann mit Recht sagen, dass noch nie in der Geschichte die Telekommunikationsinfrastruktur so wichtig war, wie wir das heute sehen. Ob es darum geht, als Lebensader für die Unternehmen zu sein, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice haben, für Schülerinnen und Schüler, die
von zu Hause lernen, für Menschen, die mit ihrem Liebsten im Kontakt bleiben wollen oder für diejenigen, die auch einfach nur von der Situation abgelenkt sein wollen oder sich zu Hause online über die aktuelle Situation informieren möchten. Die letzten Wochen waren sicherlich für das Land und für die Bevölkerung eine sehr große Herausforderung, aber wie es schon ausgeführt wurde, auch für unsere Branche und für unsere Netze eine sehr große Herausforderung. Wir haben einen Anstieg von 56% im Bereich der Telefonie, von 36% im Bereich der Daten zu verzeichnen, aber wir sehen, die Netzinfrastruktur, unsere Netzinfrastruktur ist außerordentlich stabil und zuverlässig. Wir hatten auch andere Herausforderungen zu bewältigen, Kunden und öffentliche Stellen, die dringend neue Kapazitäten gebraucht haben. Wir haben sehr unbürokratisch und schnell die Gesundheitshotline 1450 von einem anderen Betreiber übernommen und mit zusätzlichen Kapazitäten ausgestattet. Wir haben das AMS-Callcenter unterstützt, wir haben das Außenministerium unterstützt beim Callcenter für die Rückholung von rund 50.000 Österreicherinnen und Österreichern, die gerade im Laufen ist. Wir haben von vielen Kundinnen und Kunden ganz tolles Feedback bekommen über die Schnelligkeit der Implementierung von neuen Kapazitäten, von neuen Leitungen, von Homeoffice-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und wenn es Ihnen nicht so schnell genug gegangen ist, kann ich Ihnen zumindest versichern, wir haben uns sehr, sehr bemüht. Und wer hat sich bemüht? Hinter all diesen Zahlen und Themen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der A1 Telekom Austria, die wirklich in den letzten Wochen Herausragendes geleistet haben. Wir haben den Schritt ins Homeoffice absolut reibungslos geschafft. Wir haben wahrscheinlich das größte Homeoffice-Callcenter des Landes mit 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus dem Homeoffice unsere Kunden betreuen. Aber wir haben insbesondere sehr viele Technikerinnen und Techniker im Feld und in unseren Shops, die auch im persönlichen Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden weiter für die kritische Infrastruktur des Landes da sind. Und es ist überwältigend zu sehen, mit welch großem Einsatz und Engagement das passiert. Und ich möchte wirklich, wirklich sagen, wir sind wahnsinnig stolz auf euch. Ihr macht das ganz großartig und ein großes Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen sicherlich viele jetzt auch zusehen. Ich möchte nicht verhehlen, diese Situation hat für uns als Unternehmen durchaus auch finanzielle Auswirkungen. Denken Sie nur an die zusätzlichen Investitionen, die notwendig sind, um diese Kapazitäten herzustellen. Denken Sie an den Entfall von Roaming-Entgelten. Viele Digitalisierungsprojekte bei Geschäftskunden sind natürlich gestoppt und die Auswirkungen der Wirtschaftskrise können wir noch gar nicht ganz genau abschätzen. Unsere oberste Priorität trotzdem gilt jetzt natürlich der Sicherstellung der Stabilität der Infrastruktur und natürlich auch der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn wir der aktuellen Situation vielleicht auch etwas Positives abgewinnen wollen, dann muss man aber trotzdem auch ganz klar sagen, wenn die Digitalisierung nicht so weit wäre, würden wir mit dieser Krise noch viel schlechter umgehen können. Ich glaube, wir gehen sehr gut mit dieser Krise um. Ich möchte mich auch da den Worten von Georg Pölzler anschließen. Ich glaube, wir tun in Österreich alles Menschenmögliche, aber überlegen Sie sich, wie das vor 20 Jahren gewesen wäre, wenn wir nicht so einfach in das Homeoffice hätten wechseln können, wenn wir nicht so einfach in Distance Learning hätten wechseln können oder wenn sich internationale Forschungsgruppen nicht digital über die Bekämpfung des Coronavirus austauschen könnten. Ich glaube deswegen, dass wir durch diese Krise einen deutlichen Digitalisierungsschub noch einmal erleben werden. Ich glaube, wenn wir weiterhin so an einem Strang ziehen, wie das in den letzten Wochen der Fall war, können wir auch als Land sehr gestärkt aus dieser Krise herausgehen. Bis dahin werden wir weiter daran arbeiten, die Netze stabil zu halten. Gemeinsam sind wir stärker. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Herr Bierwirth, bitteschön. Sehr verehrte Damen und Herren, in den letzten Wochen haben wir ein Datenwachstum gesehen, wie üblicherweise in einem einzigen Jahr. Am letzten Wochenende hatten wir mehr Telefonate als je zuvor. Österreicherinnen und Österreicher arbeiten und surfen nicht nur im Internet, sie beginnen auch wieder miteinander zu reden, zu telefonieren. Und wir alle profitieren heute davon, dass wir in Österreich die besten Netze gebaut haben, gerade im mobilen Bereich, die es in Europa gibt.
Wir als Telekom-Unternehmen und gerade bei Magenta sind uns unserer Verantwortung für die österreichische Wirtschaft dabei voll bewusst. Heute in den Zeiten, in denen jeder im Homeoffice ist, sind wir das Herz geworden für die österreichische Wirtschaft. Wir erhalten und ermöglichen den Erhalt von Arbeitsplätzen und den Fortbestand im digitalen Bereich vieler Unternehmer und Betriebe. Ich kann heute versprechen, dass die Qualität unserer Netze ausreichen wird, diesen Zustand des digitalen Arbeitens über Wochen und notfalls auch über Monate sehr gut standzuhalten. Diese Zeit, meine Damen und Herren, wird uns aber auch nachhaltig verändern. So haben wir uns beim Arbeiten quasi über Nacht völlig radikal digitalisiert, wie sonst wahrscheinlich in keiner halben Dekade, mit keinem Kulturprojekt. Homeoffice ist nun vollwertig akzeptiert. Und Gleiches gilt auch für die Digitalisierung der Bildung. Auch wenn sich schon ganz viele Österreicherinnen und Österreicher wieder auf ihre Freunde, auf ihre Kolleginnen und Kollegen im Büro freuen, ich bin mir sicher, die Zukunft danach wird noch digitaler sein, als es in der Vergangenheit war. Wir werden noch digitaler arbeiten und leben. Ganz explizit möchte ich mich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade in den Callcentern, wo Kinder im Hintergrund zu betreuen sind. Die Mitarbeiter aus unseren Shops, die noch immer defekte Geräte tauschen. Und gerade die Mitarbeiter im technischen Service, die noch immer in fremde Wohnungen gehen, um zu servicieren oder neue Hochbrand-Breitbandanschlüsse, also ganz schnelles Internet, neu zu installieren. Natürlich mit voller Schutzausrüstung, aber natürlich auch mit sehr individuellen Sorgen, wenn man in die Haushalte geht. Und ich muss sagen, dass die Einstellung, das zu tun, mich sehr beeindruckt, ich sehr dankbar dafür bin und das absolut einzigartig finde. Ich glaube auch für mich selbst gesprochen, das ist ein Moment, wo wir in unserer Branche, bei uns im Unternehmen, sehr stolz sind, diesen Beitrag auch gesehen zu werden, wie wichtig die Telekom-Infrastruktur ist. Abschließend möchte ich mich auch ganz herzlich bei der Regierung bedanken. Als Deutsche Telekom haben wir in Europa mit 100.000 Mitarbeitern und über 13 Regierungen in dieser Zeit der Corona-Krise zu tun. Ich sehe ein Land, wo der Draht zueinander extrem kurz ist und vor allen Dingen, wo erkannt worden ist, sehr frühzeitig, dass die Telekom zur kritischen Infrastruktur gehört. Mit der Bitte, die Netze müssen funktionieren, aber ihr müsst auch weiter für den Kunden ansprechbar sein. Das zum Beispiel war in unserem Nachbarland Deutschland nicht so. Die Telekom-Shops wurden als erstes geschlossen, während Friseurbetriebe noch offen geblieben sind, bis zum gestrigen Tag. Und ich sage mal, ich verändere mich in dieser Krise lieber optisch, als dass eine Wirtschaft in der Telekom-Infrastruktur nicht mehr erreichbar ist. Ich möchte auch sagen, dass die Einbindung aller weiteren Stakeholder wie Regulierungsbehörden extrem exzellent funktioniert und zumindest Vorkehrungen getroffen worden sind, dass wir im Falle von Netzüberlast diese Überlast hätten aussteuern können. Das Gute ist, die Netze sind so gut, dass wir das nicht tun müssen. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind bestens für diese Krise gewappnet und hoffen wir, dass sie schnell vorbeigeht. Unser Beitrag dazu, Nutzung der eigenen Kanäle, ob mit dem Hashtag bleibt zu Hause als Absendercode, ob mit einer SMS an über 1 Million unserer Kunden, halte 1 Meter Abstand oder auch eine Veränderung der Eingangsoberfläche unserer Fernsehplattform. Lasst uns diese Krise möglichst schnell übergehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Trijanov, bitte. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich kann stolz verkünden, dass das Netz von 3 diesem Härtetest gut standhält. Die Bedeutung unserer digitalen Infrastruktur lässt sich gerade in diesen Zeiten auch an der Nutzung sehr, sehr klar erkennen. Wir haben auch in den letzten Tagen ungefähr 60% mehr Sprachtelefonie erlebt als in normalen Wochen. Interessant auch, dass die Nutzung der Sprachtelefonie im Tagesablauf sich sehr stark verschoben hat. Wenn wir in der Vergangenheit eher eine Lastspitze abends um 18 Uhr hatten, sehen wir jetzt eine Lastspitze um 10 Uhr am Vormittag. Auch ein klarer Beweis dafür, welche Rolle unsere Netze spielen für das Arbeiten von zu Hause und für die österreichische Wirtschaft. Den Anstieg der Last sehen wir auch bei den Datennutzungen. Auch hier ein Anstieg von ungefähr 40%. Auch hier eine Verschiebung der Nutzung in den Tag hinein, obwohl natürlich weiterhin die Lastspitze abends beim Konsum von Videos durch Streaming ist.
Also hier zeigt sich, dass die Vorbereitung und der Ausbau der Netze, die wir in den letzten Jahren vorangetrieben haben, um genau diese Anwendung zu unterstützen, dass unsere Kunden ohne Probleme am Abend Video streamen können, sich hier bezahlt macht und jetzt auch die Kapazität schafft, dass die Kunden am Tag ohne Qualitätsprobleme von zu Hause arbeiten können. Wichtige Dinge, aber natürlich ist es nicht nur ein minimaler Notbetrieb, den wir heute aufrechterhalten müssen, um das zu leisten. Wir sehen immer wieder auch, dass es zu lokalen Kapazitätsengpässen kommen kann. Das bedeutet, dass unsere Technik immer wieder auch im Einsatz sein müssen, um das Netz zu optimieren, um Kapazität zu erweitern, weil natürlich ein Netz nicht stillsteht und auch Nutzung sich immer weiterentwickelt. Das betrifft das Mobilfunknetz, das betrifft Festnetz, auch insbesondere dort, wo große Kunden betroffen sind, gerade wenn Hotlines betrieben werden, wo Kapazitäten erweitert werden müssen für Gesundheitsdiensteanbieter oder Ministerien. Dort sind unsere Techniker im Einsatz, um diese Erweiterung immer wieder auch sehr, sehr schnell und in hoher Qualität abzuwickeln. Wichtig ist es für uns auch, für unsere Kunden da zu sein. Das betrifft zum einen natürlich die Shops. 50 Shops von 3 sind derzeit noch geöffnet und für die Kunden da, um weiterhin auch hilfreich zur Seite zu stehen für all die Probleme, die es geben kann mit der Nutzung von modernen Telekommunikationsdiensten. Aber wir sehen natürlich auch einen starken Anstieg der Nutzung unseres Callcenters und auch des Internets. Im Callcenter ungefähr ein Anstieg von 20% bei den Anrufen, die wir für unsere Kunden tätigen, mit unseren Kunden tätigen, um ihnen zu helfen. Und im Webshop-Bereich, im Webbereich natürlich noch ein stärkerer Anstieg, ungefähr 170% Steigerung der Nutzung der Angebote im Web, was natürlich klar verständlich in dieser Krise ist. Alle diese Dinge, all diese Leistungen, die wir vollbringen, um hier diese wichtige Infrastruktur aufrechtzuerhalten, sind natürlich ein Verdienst unserer Mitarbeiter. Und dort möchte ich diese Bühne auch nutzen, um mich bei unseren Mitarbeitern zu bedanken für den Einsatz. Natürlich insbesondere, wenn dieser Einsatz draußen vor Ort passieren muss, aber auch bei all den Mitarbeitern, die im Homeoffice einen guten Betrieb aufrechterhalten. Ein sehr, sehr positives Spirit in dieser Krise durchzieht das Unternehmen und das ist wichtig, dass wir diesen Spirit aufrechterhalten, um weiter unseren Dienst hier auch an der Gesellschaft zu leisten. Für unsere Kunden sind wir auch da, natürlich mit attraktiven Angeboten. Es geht nicht nur um gute Qualität der Netze, sondern auch um eine Leistbarkeit der Angebote. Dort sind wir in Österreich in einer sehr, sehr guten Situation, dass Dienstleistungen in der Telekommunikation nicht nur besonders gut, sondern auch besonders günstig sind im internationalen Vergleich. Und dort haben wir eine Reihe von Angeboten geschnürt, wo Kunden für noch weniger Geld noch mehr Leistung, noch mehr Datenvolumen bekommen. Also auch hier bieten wir die entsprechenden Angebote, um hier gut durch die Krise zu kommen und sind auch für KMUs mit Hilfspaketen bereit, um hier in der Not auszuhelfen. Also wir leisten unseren Beitrag. Vielen Dank an unsere Mitarbeiter, vielen Dank auch an die Regierung für die sehr, sehr gute Kooperation, die wir gefunden haben. In dieser Krise geht es nur gemeinsam. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Als erstes bitte Wave. Frau Ministerin, die RTR hat die Versteigerung von weiteren 5G-Netzen verschoben, auch wegen des Coronavirus. Was heißt denn das für den Ausbau des 5G-Netzes und was heißt das für die aktuelle Situation auch? Also die aktuelle Versteigerung bzw. generell die Zuständigkeit für die Versteigerung liegt bei der RTR. Die RTR ist mit allen Bewerbern entsprechend auch in Kontakt. Jetzt gilt es einmal, die Corona-Krise zu lösen. Alles Weitere wird dann auch im Rahmen der RTR weiter vollzogen. Wir hätten bis zum Sommer eigentlich die fertige Auktion geplant gehabt. Es wird sich nach derzeitigem Wissensstand verschieben, aber zuständig dafür ist die RTR. Danke sehr. Dann kommen wir weiter zu ATV und bitte immer dazu sagen, an wen Sie die Frage richten. Dankeschön. Ich habe 2 Fragen, eine an die Telekommunikationsministerin in dieser Frage. Big Data wurde vom Bundeskanzler angesprochen, dass das in der Corona-Krise genutzt werden könnte. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Und die 2. Frage zu den Bewegungsprofilen, vielleicht an den A1-CEO, Herr Alnoldner. Wie konkret hat das funktioniert in der vergangenen Woche? Wird das weiter verfolgt, dass Bewegungsprofile da zur Verfügung gestellt werden? Und wie kann man sich das vorstellen? Es gab ja eine Debatte auch unter Datenschützern. Wie sieht das mit dem Datenschutz aus? Was wird da gespeichert? Wie lange wird es gespeichert? Und kann man da zurückverfolgen, wer wo wann war? Vielen Dank. Also ich bin sehr froh, dass wir in Übereinstimmung vor allem auch mit dem Datenschutzrecht sehr innovative Möglichkeiten gefunden haben, um durch anonymisierte, und das ist das Entscheidende, Datenanalysen hier auch Menschenleben zu retten. Wir haben
gemeinsam mit dem Roten Kreuz hier die Auswertung anonymisierter Daten der Telekommunikationsunternehmen, um die Lage besser zu verstehen, also vor allem auch zu sehen, wie wirksam sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung gesetzt hat. Wie gesagt, das wird gemeinsam mit dem Roten Kreuz gemacht. Ja, wenn ich, nachdem ich auch angesprochen war, wir sehen international sehr viele unterschiedliche Technologien im Einsatz bei der Bekämpfung dieser Krise. Und ich möchte auch an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien appellieren, hier präzise auch zu unterscheiden, über welche Technologien wir sprechen. Und wenn Sie davon sprechen, dass Bewegungsprofile übermittelt werden, darf ich Ihnen widersprechen, weil was wir von Anfang an ganz klar gesagt haben, ist, wir übermitteln keine individualisierten Daten an irgendjemanden, weder an die Regierung noch an den Krisenstab, sondern was wir machen ist, wir übermitteln die Ergebnisse von Analysen auf Basis von vollkommen anonymisierten, aggregierten Bewegungsmustern. Und das ist eine wertvolle Information für den Krisenstab. Es haben sich viele Expertinnen und Experten und auch Mitglieder des Krisenstabes sehr positiv darüber geäußert, um Ihnen das auch etwas zu verbildlichen, was das bedeutet. Man kann mit diesen Daten zum Beispiel feststellen, wie wirksam die Verkehrsbeschränkungen der Bundesregierungen sind, ob sie an manchen Plätzen einen besonders starken Rückgang haben oder vielleicht nicht so einen Rückgang oder ob die im zeitlichen Verlauf auch tatsächlich halten. Oder man kann die Vorhersagemodelle der Expertinnen und Experten, wo zum Beispiel die nächsten Infektionen auftreten könnten, mit diesen Daten und Analysen verbessern. Noch einmal ganz wichtig, anonymisierte, aggregierte Daten, vollkommen datenschutzkonform, wurde uns auch von vielen Expertinnen und Experten bestätigt, auch von der Leiterin der Datenschutzbehörde. Es war für diese Analyse auch keine Änderung im Rahmen des Corona-Epidemie-Gesetzes jetzt notwendig. Und ich möchte schon noch persönlich noch dazu sagen, ich glaube, wir haben auch eine Verantwortung, eine moralische Verantwortung, uns zur Verfügung stehende Technologien zu nutzen, um Menschenleben zu retten. Danke sehr. War das vergangene Woche einmalig oder wird da immer wieder in Abständen überprüft? Wie ich gerade gesagt habe, man prüft mit diesen Daten unter anderem, ob die Verkehrsbeschränkungen nach wie vor wirksam sind und deswegen überläuft diese Übermittlung auch noch und wird auch von den Behörden und vom Krisenstab entsprechend angenommen. Vielleicht kann ich auch noch eine Beobachtung mit Ihnen teilen. In diesen Tagen haben wir alle jeden Tag neue Erfahrungen und Dinge, die wir lernen. Etwas, was für mich in den letzten Tagen sehr, sehr faszinierend war, bei allen Diskussionen um Maßnahmen in der Krise, dass das Thema rechtliche Grundlage immer ganz, ganz oben stand. Bei allem, was wir besprochen haben, war ganz vorne auch immer die Diskussion, okay, wie ist das rechtskonform unter den jetzigen rechtlichen Rahmenbedingungen möglich, inklusive dieser Datenanalysen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Zustand, den wir auch in der Krise aufrechterhalten haben insgesamt als Land. Danke sehr. Puls 4, bitte. Eine Frage an den Herrn Pölzl. Sie haben es schon erwähnt, Ihre Zusteller vor allem, die haben sehr viel Kontakt mit Leuten noch, die sind sehr exponiert und sind oft draußen. Wie sieht es denn da mit Schutzausrüstung aus? Haben die welche, sollen die welche bekommen? Das ist auch eine subjektive Wahrnehmung. Ich habe es nicht gesehen oder Zusteller mit Masken beispielsweise. Sie haben gesagt, es gibt die kontaktlose Zustellung. Trotzdem machen sich vielleicht Menschen auch Sorgen. Was passiert mit dem Paket, bevor ich es bekomme? Wenn es mir wohingestellt wird, ist da was geplant in die Richtung zum Schutz der Kunden beziehungsweise aber auch der Zusteller, die ja sehr viel draußen sind? Ja, wir haben einen Krisenstab zu dem Thema, wie wir unsere Geschäftsprozesse anpassen, ja eingerichtet, haben da auch Experten, Ärzte dabei. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass der beste Schutz in Verhaltensregeln liegt und im Abstand halten. Wenn ich vorher selbst gesagt habe, unsere Mitarbeiter haben Kontakt mit der Bevölkerung, so ist es genau das, was wir vermeiden wollen durch die Prozesse. Und unsere Mitarbeiter haben ganz klar, wie gesagt, seit circa 2 Wochen die Anweisung, kontaktlos zu übergeben. Und dafür haben wir teilweise Geschäftsprozesse angepasst und teilweise wurden sogar gesetzliche Regelungen angepasst, weil zum Beispiel der Kontakt bei der Übergabe eines Einschreibens vermieden werden soll, genauso wie der Kontakt bei der Übergabe eines Pakets. Also die Mitarbeiter haben die strikte
Vorgabe und sie halten sich auch daran. Ich bekomme auch sehr viel Feedback aus der Bevölkerung. Sie halten sich daran, bei der Übergabe von Paketen und jetzt auch von Geld, das kuvertiert wird, den Kontakt zu vermeiden, Abstand einzuhalten. Die Mitarbeiter, die Zusteller unterschreiben teilweise im Auftrag für die Kunden selbst. Also sie unterschreiben jetzt nicht mehr für den Empfang eines Paketes und sie stellen Pakete ab und verständigen den Kunden, zum Beispiel an der Wohnungstüre, und verständigen den Kunden, dass das Paket oder die Briefsendung da ist. Es gibt auch eine Hinterlegung in der sogenannten, also im Postkasten, in der sogenannten Hausbrieffachanlage. Darüber hinaus haben wir auch über Schutzkleidung gesprochen. Wir haben Handschuhe ausgegeben, aber wir haben zum Beispiel uns gegen das Tragen von Masken entschieden, weil Masken nach aller Information der Experten eine Scheinsicherheit geben und sogar kontraproduktiv sein können, weil sie dann vielleicht zu etwas weniger vorsichtigem Verhalten führen könnten. Also so Scheinschutzmaßnahmen werden auch für nicht ganz unkritisch eingeschätzt. Jetzt zu den übergebenen Poststücken. Also unsere Mitarbeiter sind angehalten, besonders auf Hygiene zu achten. Da geht es auch um Desinfektionsmittel. Aber in Summe muss man sagen, dass nach vielen Expertenmeinungen, und ich bin da nicht der Experte, dass die Übertragung von toten Flächen, dass diese Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. Also da müsste schon irgendeine ein feuchter Überträger vorhanden sein. Das sind die Rahmenbedingungen, die gelten in der Zustellung, die gelten aber auch in den Filialen, in den Postpartnern. In den Filialen zum Beispiel haben wir diese Plexiglas-Schilder jetzt flächendeckend implementiert. Auch für unsere Postpartner haben wir sie sichergestellt. Also da gibt es einige Maßnahmen, die Sie ja zum Beispiel auch im Einzelhandel beobachten. Und nach bestem Wissen und Gewissen tun wir das. Und dann geht es natürlich um einen wichtigen Punkt, das ganze Thema Karenzierung. Wir haben Quarantänegebiete, wo wir weiter Filialen offen haben. Hier sind Menschen in den Quarantänegebieten Gott sei Dank auch wohnhaft. Und da gibt es sehr viele Maßnahmen, die auch auf diese Gegebenheiten in der Quarantäne eingehen und denen Rechnung tragen. Danke sehr. Nächste Frage vom Standard, bitte schön. Ich hätte noch eine Nachfrage zu der Handydatensammlung, und zwar: in welchen Städten und Regionen werden diese Handydaten gesammelt, die da weitergegeben werden? Warum wird das nicht transparent gemacht, wo gesammelt wird, weil es heißt ja nur in 30 Städten? Und auf welcher gesetzlichen Basis basiert das? Und wie können wir überprüfen, ob diese Daten wirklich anonym sind? Also das ist alles, genau, also sehr offen. Vielleicht zur letzten Frage. Wir haben das auch extern überprüfen lassen durch den TÜV, der hat uns das bestätigt. Kann Ihnen oder unsere Techniker gerne auch im OFF sozusagen die detaillierteren Verfahren erläutern. Die Analysen sind auch transparent gemacht worden. Der Bundesrettungskommandant hat die selbst veröffentlicht. Da ist auch einsehbar, in welchen 30 Städten diese Analysen gemacht werden. Und er hat auch selbst noch einmal gesagt, wie wertvoll diese Analysen sind. Und wenn man sich diese Analysen auch ansieht, sieht man, es geht hier ausschließlich darum zu sehen, wie wirksam diese Maßnahmen sind. Und da ist ein Rückschluss auf einzelne Nutzer einfach denkunmöglich. Schauen Sie sich das an. Dankeschön. Die EU-Kommission hat die Telekom-Betreiber in den letzten Tagen in Gesamteuropa aufgefordert, diese anonymisierten Daten auch zu übertragen. Das heißt, auch die EU-Kommission ist jetzt dabei, entsprechend die Bewegungsprofile auszuwerten und entsprechend halt eben auch hier Vorsorge zu tragen und Analysen entsprechend auch zu gestalten. Danke. Bitte, Herr Piewitz. Ja, bitte. Wenn ich noch ergänzen darf, und ich würde sehr gerne dem Thomas Arnold dabei pflichten, weil wir auch bei Magenta entsprechende Daten zur Verfügung stellen. Ich finde das grundvernünftig und die Diskussion, die gegenläufige um Datenschutz, brandgefährlich. Warum? Weil aggregierte Daten, Fakten für Entscheidungen zu liefern, wie viele Menschen bewegen sich noch zum Beispiel aus Tirol raus, wie viel Bewegung hat man aus dem Paznauental in andere Regionen, ganz wichtige, lebensrettende Informationen sind. Und natürlich
es gibt das Datenschutzgrundgesetz. Würden wir Betreiber Individualdaten rausgehen, riskieren wir höchste Strafen und kein Betreiber von uns wird das machen, irgendwelche Individualinformationen rauszugeben. Aber ich finde, man muss die Chancen der Diskussion sehen und die auch in die Öffentlichkeit bringen und nicht nur über die Konsumenten oder über die Risiken des Datenschutzgrundgesetzes sprechen. Und vielleicht da wirklich der Appell, die öffentliche Diskussion zu bekommen. Und wenn ich vielleicht eines noch ergänzen darf zu Ihrer Frage der ersten, das Land ist im Notbetrieb, unsere Netze im Maximalbetrieb. Und natürlich, die Firma selbst kann nicht mehr Themen wie Auktionen derzeit bearbeiten. Da sind wir nicht mehr handlungsfähig, mit Beratern extern über Videokonferenzen zu arbeiten. Und das heißt für uns, dadurch, dass der Datenbedarf danach ja weiter sehr hoch ist, dass wir als Industrie eine Aufholjagd anstreben, nach wahrscheinlich einigen Monaten des Stillstands bei 5G entsprechend wieder aufzuholen. Ich glaube nicht, dass wir in 3 Jahren von einem Delay noch sprechen, sondern wir nehmen die Herausforderung der Aufholjagd an. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur Austria Presseagentur. Bitte sehr. Nochmal eine Zusatzfrage zu den Datensammlungen. Macht das nur A1 oder machen das die anderen Telekom-Anbieter auch und übermitteln das der Regierung bzw. den Krisenstab? Und ich finde das absolut grundvernünftig, das zu tun. Punkt. Da hat auch diese Fähigkeiten und wir sind in Gesprächen auch zum Einsatz dieser Daten. Also im Prinzip auf der gleichen rechtlichen Grundlage ist das eine absolut sinnvolle Geschichte. Man muss auch eines sehen, in Asien, der erfolgreiche Turnaround in Asien geht genau auch darauf zurück und wir orientieren uns ja sehr stark daran. Ich glaube, da muss man die Diskussion auch in die Richtung zulassen. Dann eine Frage an den Postchef. Laut Medienberichten fehlen Ihnen Mitarbeiter aus Tschechien und der Slowakei, die nicht mehr nach Österreich kommen. Wie sieht denn hier die Lage bei der Post aus und bei den Tochterfirmen? Ja, auch da haben wir sehr schnell Unterstützung von der Bundesregierung bekommen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dem Ausland kommen, und das ist eine relativ hohe Anzahl, diese Grenzgänger, die werden mit Passierscheinen ausgestattet. Und das ist natürlich jetzt ein erschwerter Zutritt, aber er funktioniert. Und ich habe heute auch aktuell aus den operativen Einheiten hier nur geringfügige Behinderungen. Es behindert natürlich, es geht langsamer, aber es funktioniert. Minister, die viele Medien auch beschäftigt. Große Handelsketten können Non-Food-Produkte, Gartensachen etc. anbieten, die kleineren Unternehmen haben schließen müssen. Es wird eine Ungleichbehandlung beklagt. Gibt es Pläne der Regierung, da etwas zu ändern? Also die Lage wird natürlich generell immer wieder neu bewertet. Es ist als kritische Infrastruktur vor allem der Bereich der Lebensmittelversorgung, aber auch der Apotheken, der Banken, der Tankstellen mal uneingeschränkt offen geblieben. Dass einzelne Lebensmittelmärkte auch ein Zusatzangebot haben, ist ja auch in der Vergangenheit schon so gewesen. Das Covid-Gesetz regelt das und entsprechend ist es dann auch umzusetzen. Sie haben die Warnungs-SMS schon angesprochen. Wurden da schon welche versandt oder gibt es da Testläufe? Ist da etwas geplant? Nein, derzeit noch nicht. Wir haben am Sonntag entsprechend im Nationalrat auch die Möglichkeit dazu über die DKG-Novelle geschaffen. Die Überprüfung bzw. die Sinnhaftigkeit wird von Seiten des Krisenstabes entsprechend freigegeben und sollte es zu einer Gefahrensituation kommen, dann kann in Zukunft regional entsprechend die Bevölkerung informiert werden. Eine letzte Frage noch. Bekommen Bürger und auch Unternehmen, die jetzt derzeitlich unter der wirtschaftlichen Lage auch leiden, einen Aufschub bei der Telefon- und Internetrechnung? Also ist da irgendetwas geplant seitens der Telekom-Unternehmen? Im Geschäftskundensegment ist das natürlich eine sehr sensible Frage und wir kennen unsere Kunden natürlich gut, gerade die mit einer langjährigen Beziehung und natürlich werden wir mit den Kunden im Einzelfall im Gespräch bleiben. Also da lassen wir keinen hängen, aber es ist natürlich eine Individualentscheidung. Gleiche Situation. Gibt es, glaube ich, keine weiteren Fragen mehr. Dann danke Ihnen fürs Kommen, den Kollegen, die via Homework dabei waren und dem Podium vielen Dank, Frau Minister und den Vertretern der Telekommunikationsbranche. Danke sehr.